Ich habe kein Deck mehr, seit meins in der Waschmaschine landete. Ja, also mein Ende meiner Yu-Gi-Oh! Zeit war vor langer, langer Zeit, als ich noch sehr jung war, als ich mir alle meine seltenen Karten hab klauen lassen. Ich weiß sogar, wer es war. Ich habe sogar gesehen, als er an meiner Tasche war, aber es war ein Freund von mir und ich habe nicht erwartet, dass er mich beklauen würde. Ich habe es erst viel zu spät bemerkt, dass der meine Karten geklaut hat, als wir schon keinen Kontakt mehr hatten. Naja. Und dann irgendwann habe ich mir nach vielen, vielen Jahren dann doch mal wieder ein echtes Deck angeschafft, aber einfach nur aus Spaß habe ich mir ein Schicksalsdamen-Deck gekauft, weil ich die in Tech Force super gerne gespielt habe. Dann habe ich mir ein richtiges Schicksalsdamen-Deck gekauft. Super gut ist es zwar nicht, aber for fun ist es cool. Oh, oh. So weit, so gut. Ein Albtraum-Pinguin weniger auf der Welt. Nichts machen. €214. Ja, klingt doch gut. Ich befürchte, mein Deck ist nicht mehr spielfähig, weil sie Tragödie irgendwann runterlimitiert haben. Ich weiß nicht, ob sie Tragödie irgendwann wieder hochgesetzt haben, aber die ist dreimal in dem Deck drin mit den Schicksalsdamen. Die ist eine der großen Schlüsselkarten in der Combo. Ich würde sagen, wir spielen Ryukishin Macht. Da kann nichts Schlimmes liegen mit Umi Ruka draußen. Das war jetzt nicht schlimm, aber mega nervtötend. Ich spiele lieber Pokémon TCG. Ja, mit Pokémon TCG habe ich vor langer, langer Zeit aufgehört, wobei ich volle Sets von den ersten drei Karteneditionen habe. Aber damals zu der Zeit waren wir halt alle noch so jung, dass niemand mit diesen Karten wirklich nach den Regeln gespielt hat. Alle haben die Karten wirklich nur gesammelt und keiner hat sie wirklich benutzt. Neue Schicksalsdamen. Ja, vielleicht gucke ich mir da irgendwann mal was zu an, aber wenn ich mir irgendwann mal was zu neuem Yu-Gi-Oh! Angucken würde, müsste ich erstmal alle neuen Regeln lernen seit Synchromonstern. Alle. Synchromonster sind das Letzte, was ich halt noch mitgekriegt und mitgemacht habe. Reicht erstmal. Amazonische Schwertkämpferin, ja, warum nicht? Kann man damit arbeiten. XYZ sind easy. Ja, ich wusste die Regeln davon mal. Irgendwas mit den Stufen zu tun oder so? Ist auch schon eine Weile her. Also Xyz war mir mal bewusst, wie es funktioniert. Kurzzeitig. Aber ich habe es halt nie benutzt und dementsprechend wieder vergessen. Pendel, ja. War mir auch mal kurzzeitig bewusst, weil ich es mal nachgelesen habe, aber weil ich es halt auch nie wirklich in einem Spiel aktiv eingesetzt habe, habe ich es inzwischen auch schon wieder vergessen. Link habe ich gar keinen Plan von, habe ich mich noch nicht mal beschäftigt. Endlich mal eine verdeckte Karte, jetzt kann ich ja nicht meinen Stopptonado benutzen. Naja. Hatte vor, seine Barrierestatue zu abfahren. Wird wohl nix. Das ist sehr gut, dann können wir nämlich. Ach ne, Moment, wenn wir Hammerschuss benutzen, dann zerstören wir unser eigenes Monster, ne? Das ist nicht für gegnerische Karten, sondern für das stärkste Monster auf dem Feld. Dann nicht. Eri hat aber momentan tatsächlich mehr HP als wir. Führerisch. Zwangsevakuieren wir mal.
So, dann tryen wir mal Force. Fump 3-7. Fump 2-1. Und totale Vernichtung. Amazonische Schwertkämpferin. 2000. Das war dann Eria. So sehr bekomme ich wieder Lust, die 2008er zu spielen. Wenn du sie verschenkt hast, dann lad sie doch einfach runter. Ist doch nicht mehr schwer, die online zu finden. Das war doch gar nicht so schlecht. Wir haben massig Punkte gekriegt. Dann kaufen wir uns doch mal zwei Pakete Unsinn. Da haben wir dann noch für einen Unsinn, wo wir nicht viel Unsinn von haben. Hier haben wir noch ein 3% Paket. Dann kaufen wir uns nochmal zwei vom ewigen Mentor. Boop, 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 boop. Und Gravity Bind. Da kann man nervtötende Decks mitbauen, die kein Mensch on Stream sehen will. Boop, boop, boop. Und König des Sumpfes kann nett sein, wenn wir mal ein Fusionsdeck zusammenbasteln. Dimensionsfusion, zahle 2000 Life Points. Beide Spieler beschwören so viele ihre aus dem Spiel entfernten Monster, wie ihnen möglich ist. So, Dimensionsfusion für das geeignete Deck ist eine extrem geile Karte. Muss man ihr lassen? Ja. Leider haben wir die die wirklich nützlichen Kombis dafür momentan nicht, deswegen können wir mit Dimensionsfusion nichts anmachen. Okay, dann. Geil. Ha! Gewinnen wir auch mal wieder Steinschere Papier. Ich warte immer noch auf eine L4-Karte. Eine auf Spiele, die ich gekauft habe. Okay, was? Wettkämpferin verteidigen unser Feld und das war's. Wieso habe ich jetzt Bananenhammer gelesen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht, weil er so gelb ist. Der Sternenboy versucht ernsthaft die amazonische Schwertkämpferin anzugreifen. Das ist ja süß. Kommt da jetzt noch was? Verdeckte? Noch eine Verdeckte? Das ist schon niedlich. Okay. Wir spielen Zombira. Zombira. Der ägyptische Gott. Jeder kennt ihn. Mach mal kaputt. Wenn du Hunger hast? Um 23.45 Uhr? Naja, da darf man Hunger haben, aber weiß ich ja nicht. Staubtornado nicht, mein TT. Wo sie doch so viele gute Karten hat, die ich damit zerstören wollte. Immerhin nimmt sie den Kampfschaden. Und Zombira ist immer noch stärker als Gagakiko. Verdeckte. Ach, Blowback, da ist er ja wieder. Haben wir schon vermisst. Tun wir erstmal Klecks raus und dann gucken wir mal, ob wir Gagakiko kaputt kriegen. Tschüss, Gagakiko. War nett mit dir. Und Klecks auf die Lebenspunkte. Ermüde, das könnte an 2 Stunden Schlaf liegen. Ja, 2 Stunden Schlaf sind jetzt nicht die Welt, würde ich mal so behaupten. Mein Gott, mehr verdeckte Karten, bitte. Ich würde sagen, wir blowbacken lieber, statt Sasuke zu benutzen, denn Zombira kann die Lebenspunkte nicht direkt angreifen. Gegebenenfalls gewinnen wir dann diese Runde. Blowback, aktiviere deinen Effekt und versuch mal das Ding aus dem Weg zu räumen. Yes! Münzwurf gewonnen. Es war ein Albtraum-Pinguin, perfekt. Der hat uns sogar noch ein Monster zurückgegeben. Gut, dass wir den losgeworden sind. Es wäre sogar mega nervig gewesen, wenn wir den aufgedeckt hätten. Nach dem Tribut. Gut, und das war's. Tschüss, Eria. Du gewinnst! Heute Morgen das Vergnügen, von der Baustelle gegenüber geweckt zu werden. Ich hatte heute das Vergnügen, in die gerade aufgebaute Baustelle am Sonnborner Kreuz reinzufahren und dann eine halbe Stunde unnötig zu stehen. Ich liebe Baustellen, besonders wenn sie gerade erst aufgebaut werden und der Verkehr dementsprechend überhaupt nicht fließt, weil die da alle auf der Straße stehen und noch ihre Hütchen setzen.
Gut, das waren dann 5 Siege gegen Eria. Wir haben immer noch nur die Level 1 Monster. Wir müssen aber noch weiter kloppen. Wen kloppen wir denn als nächstes? Den... Oh, ich hasse das Fuchsfeuer. Na gut, können wir kloppen, Fuchsfeuer. Wieso nervtötend? Duell starten. Ah, ist schon mal nicht schlecht. Okay. Gegenfeuer. Okay. Gut. Itaka raus. Dann Sparkman raus. Dann Staubtornado raus. Und weil das Ding Holzkohle in Pachis hat, tun wir auch direkt unsere Axt der Verzweiflung dran. Und es ist ein Holzkohle in Pachi. Wer hätte es erwartet? Es ist gut, wenn man etwas über die gegnerischen Decks weiß. Gegenfeuer, 500 Schaden für uns. Aber hey, da gibt's Schlimmeres. So schnell wird er uns nicht downburnen. Kuck der Gier. Nein, ich will nichts in Kuck der Gier ketten, danke. Oh, der hat ein Inferno. Gefährlich. So ein Eruptionsdrachen. Mensch, der hat ja richtig gute Karten hier. Wollen wir das Gegenfeuer? Nee, nicht wirklich, ne? Wenn diese Karte ein Monster deines Gegners das Ergebnis eines Kampfes zerstört, was er nicht tun wird, ist alles egal. Also ein Eruptionsdrache wird uns burnen. Können wir nicht viel tun. Ah! Kartenkabel. Ist das, wenn die in den Friedhof gehen oder wenn die zerstört werden? Zerstört und auf den Friedhof gelegt wird. Okay, dann ist es mir egal. Dann soll das Gegenfeuer burnen, wie es will. Kartenkavallerist. Volle Bauer. Hab alles in den Friedhof. Das waren leider gute Karten, die wir da weggeworfen haben. Naja. Ist halt so, ne? So. Da. Ach, das reicht gar nicht. Dann. B. Dann macht das halt der Sparkmann. Und dann greifen wir den Sonderruptionsdrachen damit an. Ja, natürlich will ich Wünsche von Idi. Frag doch nicht so dumme Sachen, Spiel. Minus 400. Immerhin schon mal ein Ansatz. Ich wurde wieder von der Phantomziege geweckt. Was? Bitte was? Das. Sehr komische Spitznamen. Gut, leuchtender Abgrund. Den Sasuke Samurai hätten wir gut gebrauchen können. Egal, zu spät. Ist es noch ein Holzkohle in Pachi? Nein, es ist Jigen Bakudan. Weg damit. Und Gegenfeuer. Oh nein. So, leuchtender Abgrund. Mitten in die Fresse. Ich suche seit 2 Jahren diese Ziege. Und sie mäht immer noch. Ah, Piu Piu, das sieht gut aus. Wir sollten die meisten Sachen, die das Viech machen kann, eigentlich abwehren können momentan. Ihre Statue. Mieterische Halskette? Was macht die denn? Moment. Was macht die überhaupt? Wenn ein Monster auf deiner Spielfeldseite aus mit dieser Karte ausrüsten wird, als Ergebnis eines Kampfes zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, wähle einen der folgenden Effekte. Ziehe eine Karte von deinem Deck. Wirf eine zufällige Karte aus der Hand deines Gegners auf den Friedhof ab. Ne, mach ruhig. Mach ruhig. Der Kartenkavallerist verliert sein. Ja gut, dann muss ich dann in die Verteidigung setzen. Ich war die ganze Zeit verwirrt, warum die Gegner in ihrer Phase nie unseren Kartenkavalleristen besiegen. Ich bin die ganze Zeit einfach davon ausgegangen, der behält seine Angriffspunkte im gegnerischen Zug. Weil die ihn nie angegriffen haben.
Gut, Kartenkavallerist. Kavallerier mal. Oh, sind wieder viele gute Karten draufgegangen. Sure. Ich hätte das Ding setzen sollen. Egal, zu spät. Weg damit. Alles klar, gute Nacht only. Hat sowieso Zier eine Karte gewählt, also whatever. Mein Nachbar hat einen kompletten Umzug durch jeder der drei Wohnungen hat, seitdem die Zigaretten. Besitzer. Okay, weird. Ja, es ist nur ein Soundboard. Irgendjemand hat ein Ziegen-Soundboard. Vielleicht benutzt es auch irgendjemand als Abwehrmaßnahme gegen Tiere. Ist irgendwo ein automatisiertes Geräusch, wenn sich morgens jemand nähert. Damit wehrt er irgendwas ab. Okay, wir können wieder zwei Dinger kaufen. Was wollen wir denn haben? Wir haben 0% von Thunrach, aber ich will auch keine wirklichen Thuns haben. Ich kaufe mal ein Pack. Müll. Oh, wir haben was Gutes gekriegt. Das ist Unglück der Bösen. Extrem nützlich, wenn man noch keinen Heavy Storm hat. Können wir gleich mal reintun. Kaufen wir uns noch eine Runde entfesselte Maschinen. Denn da steht Maschinen drin. Für Maschinen. Das sind keine Maschinen. I. Das sind alles keine Maschinen. Warum ist das hier wurde keine Maschine entfesselt. Aber immerhin haben wir einen neomagischen Schwerkämpfer, das ist gar nicht so übel. Denn wir haben witzigerweise noch schwächere Karten als das im Deck. Okay. Dann gib uns noch mal die neuen Karten. Ich hätte gerne das Unglück der Bösen. Und ich hätte auch gerne Neo, magischer Schwertkämpfer im Deck. Dafür können wir sowas wie dreiköpfiger König Klecks oder so raustun. Schauen wir mal. Nach ATK bitte sortieren. Und zwar ist unser schwächster Bullshit-Angreifer genau gleich die Mistviecher. Wo Ryukishin Macht raus, schätze ich. Also sonst noch irgendein Mist, den ich raustun würde. Ja, nicht, ne? Tun wir Ryukishin Macht halt raus. Des Weiteren, für Windsturm von Ithaka sollte mal eine Zauberfallenkarte weichen. Lebendig heimkehrende Krieger war bisher nicht so nützlich, weil wir halt auch kein Kriegerdeck in dem Sinne haben. Kann aber nützlich sein, weil wir haben sowas wie Zombira. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt rauswerfen wollen würde. Finde ich eigentlich gar nicht so übel, das Ding. Ich glaube, der Hammerschuss... Weiß ich nicht, aber wenn wir wirklich mal in einer brenzligen Situation sind, werden wir froh sein, sowas wie einen Hammerschuss zu haben. Na, neuer Nutzer. Hey, ewig nicht gesehen. Herzlich willkommen im Stream. Du bist gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ich das Deck anstarre und mich nicht entscheiden kann. Also du bist im spannendsten Moment eingestiegen, wie es aussieht. Ich glaube, es ist Blockangriff. Ich glaube, die Karte, die weichen muss, ist Blockangriff. Rezeptspeicher. Ja. Boah, 350 Tower Defense. Folgt nun dem Kanal. Vielen Dank. Das ist das Erste, woran ich denken muss, wenn ich TD lese. Okay, dann CPU duellieren wir uns noch ein bisschen weiter mit Fuchsfeuer. Windsturm von Ithaka könnte ganz nützlich sogar gegen das Viech sein. Kann mich wer dazu zwingen, Storm Blood Story zu spielen? Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Also ich gehe mal davon aus, es ist ein Spiel. Ich weiß nicht, ob es für einen Computer, für eine Konsole ist und was für eine Art von Spiel, also... Yay. Schmeiß mal Kodetsu raus, Zylinder, ein Geburtstag kann man immer gebrauchen.
Sheen ist dann fett geschrieben wegen Chrome und Nickel. Was? Was? Ey, du kannst doch nicht einfach meinen Kontext über Effekt zerstören, das geht nicht. Au. Von Final Fantasy 14. Ach Gott, okay. Nein, da kann ich dich nicht so zwingen, das tut mir leid. Das kann ich nicht verantworten. Boah, ich würde sagen, wir machen einfach mal dann gleich, was er gemacht hat, und zerstören sein erstes Monster für perfekt. Haha. Das war das ultimative Baseballkind. Dann holen wir einen Axträuber raus. Okay, eine Final Fantasy 14 spielen, aber mein Laptop ist too weak. Ich theoretisch würde mein Laptop das ja schaffen, sein Gaming-Gerät, aber hab ich nicht so das Rieseninteresse dran. Wobei ich gerne mal wieder, wo wir von Final Fantasy sprechen, ein neues MMO spielen wollen würde. Aber ich habe keinen Bock auf Final Fantasy oder WoW oder sowas. Ich hätte gerne irgendein komplett neues Spiel. Da kommt irgendwie nichts Sinnvolles raus. Ich weiß was, was man im Deck lassen möchte, ja. Ja, das ist schwere Zeiten, ne? Also Zelda-Spieler von 2012 ist, die haben doch garantiert zwischendurch auch mal Grafik-Upgrades und sowas in Final Fantasy gehabt oder nicht. WoW wurde auch irgendwann mal general überholt. Ach, ein stummer Magier, das ist doch nett. Komm, schweigsamer Magier, halt die Klappe. Halt die Klappe gegen Fuchsfeuer. Haben sie nicht? Was haben sie nicht? Final Fantasy 14 geändert oder WoW-General überholt? Im Moment, wenn Axträuber noch einer der besten Angreifer ist. Typisch Anfang in Yu-Gi-Oh! Games. Ja, das ist halt so. Jetzt ist das Gegenfall übrigens nervig. Aber ich hoffe, dass wir nächste Runde dann eh gewonnen haben. Meine zum Second Nintendo 3 Remake. Ist das ein Remake? Ist das nicht nur ein Re-Release? Ich habe es tatsächlich bisher nicht gespielt, aber ich wäre nicht abgeneigt, mir das irgendwann demnächst mal zu kaufen und mal wieder zu spielen nach langer Zeit. Ach so, Second Densetsu 3 Remake, du meinst Secret of Mana. Nicht, das Second Densetsu, das wir re-released haben. Ja, ist okay. Ich bevorzuge immer noch das alte Secret of Mana, aber ist okay. Sie haben es ganz nett gemacht, aber es ist halt keine Offenbarung. Es ersetzt nicht den Charme des guten alten Spiels. Ja, da. 1600. Genau, null Sieg. Bomb. Dum, 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 dum. Du gewinnst. Ach, mal wieder 207 Punkte zusammen. Gar nicht so schlecht. Aber wir müssen noch weiter grinden. Der Grind hört nie auf. Deswegen habe ich mir eine extreme Festplatte für PS4 gekauft, weil ich sonst keinen Platz für die riesigen Spiele hätte. Ja, das Problem mit den kleinen Festplatten auf Geräten, die eigentlich riesige brauchen würden. Blöder Sonneneruptionstag. Jetzt können wir mal Hammerschutz benutzen. Mit finstere Kammer der Albträume. Frechheit. Gehört sich absolut nicht so weit. Hammerschuss! Immer mitten in die Fresse rein. Dann Unglück des Bösen, dann Geburtsrecht und dann Dunkelklinge. So. 1800.